Herzlich willkommen, liebe Seenotretter-Fangemeinde und solche, die es noch werden will. Die harte Corona-Zeit fordert gewisse Sicherheitsabstände, natürlich auch bei uns an Bord. Wir leben hier in einer sehr engen Gemeinde und deswegen dürft ihr halt leider in diesem Jahr uns nicht an Bord besuchen. Darum jetzt ein kleiner virtueller Rundgang. Ich führe euch heute einmal virtuell über den Seenotkreuzer Haro Köpke mit Liegeplatz in Sassnitz auf der Insel Rügen. Und damit das alles ein bisschen hübscher wirkt, haben wir uns hier etwas nördlich von Rügen, direkt unter das Cap Arcona, dort im Hintergrund zu sehen, verlegt bei herrlichsten Sonnenschein. Ich stehe hier neben der Gösch. Die Gösch weht auf einem Schiff immer vorne und hat immer das Wappen und das Logo des jeweiligen Heimathafens. Und die DGZRS hat ihren Hauptsitz in der Hansestadt Bremen und darum führen wir die Bremer Flagge. Ja, mein Name ist Matthias Eberatz, ich bin Maschinist hier in Sassnitz und ja, wir gehen jetzt einfach mal denselben Weg, den ihr als Gast bei uns auf dem Seenotkreuzer laufen würdet. Über das Vorschiff, vorbei am Anker. Vorbei an unserem eigenen Rettungsmittel, das ist eine selbst aufblasende Rettungsinsel, die nur für die eigene Besatzung bestimmt ist. Auf der Steuerbordseite vorbei an den Decksaufbauten. Für die, die nicht wissen, wo Steuerbord ist, Steuerbord ist immer die rechte Seite auf einem Schiff. Kommen wir runter zum Hauptdeck. Unser Kreuzer ist 36 Meter lang und darum ist er nun schon fast wieder zu Ende. Hier hinten drin in der Heckwanne liegt das Tochterboot. Dazu nachher gleich mehr. Die Treppe hoch auf unser Arbeitsdeck. Hier können wir mit Hilfe eines Hubschraubers, der uns anfliegt und medizinisches Personal wünscht, oder wir genauso kranke, verletzte Personen halt zu dem Hubschrauber wieder hochwünschen können. Für die von euch, die sich das fragen, nein, der Hubschrauber landet hier hinten drauf nicht. Das ist der große Schlepphaken für die dicken Brocken. Über den Catwalk geht es zum Brückendeck. Da werdet ihr jetzt gleich zwei meiner Kollegen sehen, weil wir sind auf See und deshalb muss immer Ausguck halten werden. Ja, und die beiden Kollegen, die sind jetzt dazu gerade eingeteilt. Sagt mal hallo. 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 Ja, hier sind wir auf der Brücke. Hier vorne sitzt normalerweise der Vormann und fährt das Schiff. Ja, hier haben wir die elektronische Seekarte, Radar, die Fahrhebel, damit wir auch ein bisschen vorwärts kommen. Ein Echolot für die Tiefe, 10,3 Meter. Geht's euch gut? Ja. Ja, sehr gut. Das ist sehr gut. Ja, dann gehen wir in den hinteren Bereich der Brücke. Hier ist ein sogenannter OSC-Arbeitsplatz. OSC bezeichnet eine Person, den On-Scene-Koordinator. Wie das englische Wort schon sagt, ist derjenige dafür da, um größere Rettungseinsätze zu koordinieren und zu leiten. Hier haben wir also mehrere Funkgeräte. Und was hier so ein bisschen flackert, ist die elektronische Seekarte. Hier kann man völlig autonom arbeiten, mit anderen Schiffen in Kontakt treten, ohne dass der reine Schiffsverkehr behindert wird. Wie auf jedem Schiff der typische und klassische Kartentisch. Auch wenn wir heute schon fast alles digital können, die klassische Seekarte wird uns auch eine ganze Zeit verfolgen. Ja, im mittleren Bereich der Brücke ist ein Überwachungsrechner für unsere MTU-Antriebsanlage. In den Maschinenraum gehen wir gleich noch einmal runter. Somit braucht keiner von unserer Besatzung während der Fahrt im Maschinenraum sein. So, dann gehen wir die Treppen runter in den Wohnbereich. Also auf diesem Seenotkreuzer leben und arbeiten 5 Leute immer 14 Tage zusammen. Dann wird gewechselt.
dicht an der Ausgangstür unsere Rettungsmittel, unsere Rettungswesten. Jedes Besatzungsmitglied kann sich einen eigenen Signalkörper mitnehmen, einen sogenannten Diku. Wieder eine Etage tiefer. Ja, da wo gearbeitet wird, ist auch viel Verwaltung. Wir haben ja ein bordeigenes Hospital, wo der Vormann zum Beispiel die ganze Personalpolitik macht, abrechnet, Einsätze werden hier abgerechnet. Ja, unser Sparbereich, natürlich, wir leben ja hier 24 Stunden jeden Tag an Bord. Duschen, Toiletten. Jetzt gehen wir mal vorne in den Bereich, in den Wohnbereich. Ja, hier ist die sogenannte Schiffsmesse. Hier essen wir gemeinsam zusammen, trinken Kaffee, bereden den Tagesablauf. Und wo viel gearbeitet wird, muss auch viel gegessen werden. Unsere Kombüse, modern eingerichtet, mit Spülmaschine. Ja, jedes Besatzungsmitglied hat eine eigene Kammer, um einfach auch am Abend mal hinter sich die Tür zumachen zu können. Das ist so eine Kammer. Die Maschinisten haben zusätzlich noch ein Überwachungsdisplay. Falls nachts mal Alarme kommen, zum Beispiel Feueralarm, dann kann hier schnell von Kammer reagiert werden. Jetzt kommen wir in das Bordhospital. Ja, sowas haben wir. Patienten, zum Beispiel Liegepatienten, denen es also so schlecht geht, die nicht mehr sitzen oder stehen können, die werden hier in unseren Kreuzer transportiert. Hier unten befindet sich so eine Vakuummatratze, die man vielleicht vom Krankenwagen kennt. Und wir haben hier sämtliche Geräte, zum Beispiel das Zoll-ID-Gerät, Beatmungsgeräte etc., mit dem der Patient dann erst versorgt werden kann. Hier geht es raus. Über diese Rutsche, die hier an der Seite ist, können wir die Patienten auf der Vakuummatratze relativ einfach ins Hospital verfrachten. Atemluftgeräte, die sind aber nur für unsere eigene Rettung. Seenotretter bleiben gerne an Bord. Wenn es brennt, nehmen wir die Feuerwehr mit. So, da sind wir wieder an Oberdeck. Und weil es so schön war, gehen wir durch die Hauptpforte gleich wieder einmal rein. Und zwar in einen Bereich, den wir euch sonst normalerweise bei einem Rundgang aus Sicherheitsgründen nur auf Bildern zeigen. Denn unsere Motoren werden immer vorgewärmt. Hier sind viele Pumpen, die laufen. Wenn wir auf See sind, ist es laut. Aber beim virtuellen Rundgang ist das ja kein Problem. Wir gehen jetzt runter in den Maschinenkontrollraum. Das ist das gute Stück, voll klimatisiert. In diesem Raum kommt die gesamte Elektronik und Überwachung der Motoren und eigentlich des ganzen Kreuzes zusammen. Hier sind sämtliche Sicherungen, Überwachung der Hilfsdiesel, der Hydraulik, des Batteriebetriebes. Auf diesem Display kann der Maschinist sämtliche Überwachung der Motoren verfolgen. Da machen wir ein Beispiel. Ah, hier seht ihr die drei Antriebsmotoren. Sind jetzt weiß hinterlegt, weil die Motoren nicht laufen. Motor anwählen. Sämtliche Daten der Motoren können hier abgefragt werden. Jetzt wird es ein bisschen lauter. Die Motoren stehen zurzeit, die Antriebsmotoren, aber der Hilfsdiesel läuft. Alle drei Maschinen zusammen haben 6508 PS.
Hier mitten im Bereich befindet sich die große Feuerlöschpumpe. Für die Dieselübernahme und Abgabe, Verteilung im Schiff. Hier hinten geht es sogar ein feuerfestes Schott in den Rudermaschinenraum. Hier steht nochmal ein zweiter Hilfsdiesel. Und was ihr hier seht, ist schon die Heckwanne mit der Vorrichtung, um die Heckklappe ins Wasser zu lassen. Durch den Maschinenraum. Jetzt gehen wir noch wieder raus zum Tochterboot. So, jetzt gehen wir noch einmal rum zum Tochterboot. Vorbei am Bordkran. Ja, und wer das noch nicht gesehen hat bei uns, das Tochterboot liegt ja hinten in einer Heckwanne. Die Heckklappe hier zu sehen, wird nach hinten runtergelassen und dann wird das Tochterboot automatisch, kann das Tochterboot automatisch ins Wasser gleiten. 8,9 Meter lang. 2x 255 PS Motoren, bei gutem Wetter und ohne Wellen 32 Knoten schnell. Der Steuerstand auf der linken Seite, der Sitz für den Navigator. Diese Tür immer geschlossen halten. Ja, hier gucken wir mal rein in die Fahrgastzelle. In dieser Fahrgastzelle ist fast das gleiche Rettungsmittel vorhanden, das wir auch auf dem Kreuzer finden, nur alles viel, viel kleiner. Ein Liegeplatz für einen Patienten, Sitze, Beatmungsgeräte, unseren Notfallrucksack und das Schlesen-Kreddelnetz, um Personen aus dem Wasser zu fischen. Und damit endet eigentlich der Rundgang schon auf unseren Seenotkreuzer. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ja, und ich denke mal, im nächsten Jahr sehen wir uns wieder. Also bis dahin, macht's gut.